Hallo, das ist ein Erklärvideo zum Thema Prothesen. Mein Name ist Thomas Wettengel. Meine Stimme wird euch durch dieses Video begleiten. Bei dem Thema denkst du vielleicht an Menschen, die beispielsweise durch einen Unfall ein Bein verloren haben und jetzt eine Prothese tragen. Meistens erkennst du Prothesen aber gar nicht. Aber ich kenne die doch aus dem Fernsehen, zum Beispiel Blackbeard oder ZDF History. Unsere Vorstellung von Prothesen ist medial vermittelt. Was heißt das? Audiovisuelle Medien setzen vor allem auf Sichtbarkeit. Prothesen, die du medial wahrnimmst, haben zwei Funktionen. Erstens eine Geschichte erzählen, zweitens eine Figur markieren. Sichtbar sind äußere Prothesen, die sogenannten Exoprothesen. Diese gibt es seit der Antike. Aus verschiedenen Gründen haben ArchäologInnen nur wenige Überreste gefunden. Überliefert sind vor allem solche, die auf die hohe soziale Position der TrägerInnen schließen lassen. Brillen, Gebisse, Hörgeräte, künstliche Hüftgelenke, Herzschrittmacher – das alles sind Prothesen. In den Körper eingesetzte Prothesen heißen Endoprothesen. Ihr Einbau ist kompliziert, deshalb gibt es sie noch nicht so lange. Unsere Vorstellung von Prothesen ist medial geprägt. Die Idee davon, wie der eigene Körper auszusehen hat, auch. Wenn du dich mit dem vergleichst, was medial als normal gezeigt wird, siehst du meistens schlecht aus. Alle Fragen, die du an die Vergangenheit, an deine Zeit und an dich selbst stellst, stellst du in einer Mediengesellschaft. Was kannst du also mit Prothesen machen? Du kannst zum Beispiel klug aussehen oder schöner, einfach länger leben oder dich optimieren. Warum sollte ich mich optimieren? Bin ich denn nicht gut genug? In der Vergangenheit galt das als akzeptierte Norm, was Menschen aus den oberen sozialen Schichten taten. In der Gegenwart, also zu Beginn des 21. Jahrhunderts, setzen verschiedene gesellschaftliche Gruppen Normen, die aber alle medial vermittelt sind. Wenn du heute lebst, dann lebst du nicht nur in einer Mediengesellschaft, sondern auch in einer Leistungsgesellschaft. Also, welche Funktionen Prothesen erfüllen, hängt von historisch veränderlichen sozialen Normen sowie der Entwicklung von Medizin, Technik und Medien ab. Wenn du mehr zum Thema Prothesen wissen willst, frage einfach in deiner Stadtbibliothek oder nutze überregionale Kataloge für deine Recherche, zum Beispiel KVK oder WorldCat. Das war mein Erklärvideo zum Thema Prothesen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.